Herzlich willkommen zum Training mit mir, Dennis Hediger, Captain vom FC Thun. Übung Nummer 1, Liegestütz, weltbekannt, gibt es in x verschiedenen Ausführungen, jeder auf seinem Leistungslevel. Ich zeige euch alle Variationen. Wir legen gleich los. Also wir starten mit der einfachsten Version, auf den Knie abgestützt. Oberkörper ist gerade Rücken, ja kein Rundrücken machen, und wir gehen ganz langsam. Aber und auf im gleichen Tempo. Blick immer geradeaus. Wenn das zu einfach wird, gehen wir einfach in die Position. Unten auf die Knie. Aufstossen, strecken. Oben gehen, aufstossen. Wenn das zu einfach ist, machen wir einfach so weiter. Und wenn das zu einfach ist, dürfen wir auch das Bein lüpfen. Wir machen das 3x25 Mal mit kurzen Pausen dazwischen. Immer angespannt im Rumpf, Kopfverlängerung vor Wirbelsäule und immer das gleichmäßige Tempo. Wunderbar. Übung 1 geschafft. Übung Nummer 2, Ausfallschritte. Wichtig hier, saubere Haltung, immer schön aufrecht. Dann ein Bein führen, wieder Retour pro Seite 12 Mal. Geht am Stück, das heisst 24 Wiederholungen nacheinander. Pause und das 3 Sätze. Gut, Oberkörper ist immer aufrecht, die Hände an der Hüfte. Wir gehen mit einem Fuß führen, dann Blick geradeaus, wieder Retour und abwechseln die andere Seite. Wir kommen schon zur letzten Übung, zur Übung Nummer 3, eine Übung, die wieder vom inneren Kern ausgeht, wo wir aber den ganzen Körper, also das heisst Bauch, Rücken, Gesäß, Bein, Arme, alles miteinander trainieren können. Wir machen pro Seite 15 Stück und das wieder 3 Durchgänge. Viel Spass! Wir kommen in diese Position, wir haben das Gewicht immer über das Kreuz, das heisst, linken Arm, rechter Knie ist das Gewicht drauf. Wir nehmen die Beine in die Luft, Ellbogen und Knie berühren sich. Wir strecken, wir halten kurz in der höchsten Position, gehen langsam kontrolliert wieder retour. Ellbogen und Knie berühren sich wieder und strecken. Wir probieren die Zehen und die Finger so lang wie möglich zu machen und kommen dann wieder zusammen. Genau gleich auf die andere Seite. Das Programm jeden zweiten Tag durchgemacht, kombiniert mit den Ernährungstipps, die ihr in der neuesten Version vom Steilpass findet, führt garantiert zu weniger Winterspeck im kommenden Sommer.